Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde Thief. Wir haben gerade in der letzten Runde eine weitere Nebenmission abgeschlossen. Schauen uns mal eben an. Hier haben wir noch weitere Nebenmissionen gelistet. Allerdings, wir wollen ja hier zur Hauptmission, respektive erstmal zurück zu Besso. Und hier haben wir noch mal ein bisschen was zum Glauben, wenn ich dürfte. Madame et Monsieur. So. Wir schauen. Ich war es nicht. Nein. So, wir wissen ja, wo es lang geht. Und ganz einfach, ja, in das Sirenennest. So, mal einmal kurz was trinken. Eignet sich ja perfekt, dies. War klar. Entschuldigt, liebe Leute, ich muss noch einen Schluck trinken. Ah, Tee ist immer gut, aber auch nur, solange er wirklich warm ist, beziehungsweise heiß ist. Kollege, hast du neue Missionen für mich? Ich hab gerade nichts für dich. Ich hab gerade nichts für dich. Ein bisschen besoffener hättest du nicht sprechen können. Ja, kriegst du doch gleich. Na, mein Schnuckelbärchen? Ich bin gerade mit etwas anderem beschäftigt, Zira. Ja, okay, ich will nicht wissen. Könntet ihr wohl später noch einmal wiederkommen? Ja? Ja. Ich will nicht wissen, womit du beschäftigt bist. Hallo. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Hast du das? So, jetzt kaufen wir uns hier erstmal wieder voll. So, Sägezahnpfeil, die waren gut. Ja, machen wir trotzdem mal. Explosionspfeil, die sind teuer. Seilpfeil, wie viele haben wir davon? 3. Ich kaufe mal vor, die Cyber 15, kannst du nicht sagen. Ja gut, hier, die müssen wir uns auch natürlich noch komplett kaufen. Explosionspfeil wäre nicht schlecht, oder? Der instabile Behälter im Schaft und der schwere Auslöser erzeugen eine kleine, aber effektive Explosion, die brennbare Materialien im Brand steckt und im Zielbereich enormen Schaden verursacht. Zerbrechliche Objekte werden dabei zerstört. Nee, ist jetzt nicht so unbedingt. Okay, Ausrüstung, Bogenballons. Lederhärtung 2. Verringert erlittenen Schaden erheblich. Das wäre eigentlich fast schon... Verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Das ist jetzt wirklich mies. Weil... Kücherkapazität. Das heißt, wir können mehr Pfeile kaufen? Ja, ne? Natürlich, weil wir können ja immer nur einfach, okay, die Schussstärke, aber was machen wir? Das ist jetzt richtig, richtig mies. Wenn wir 1400 haben, haben wir 1400, 2, 1. Entschuldigung, was mache ich denn? Verringert den erlittenen Schaden erheblich? Oder machen wir das mit dem Schleichen? Verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Ich würde sagen, das kaufen wir mal. Wir kaufen ja so oder so später, früher oder später eh alles. Deswegen ist das nur eine Frage der Zeit. So, und jetzt würde ich sagen... Schlagstockschaden? Boah, ich weiß nicht. Bei Schlösserknacken-Qualität erhöht die Empfindlichkeit bei Schlösserknacken leicht. Das benötigen wir nicht. So, erhöht die maximale Fallkapazität leicht. Ne, komm, machen wir mal Schlagstockschaden. Oder Bogenballons? Verringert die Zielzeit. Ne, Schlagstockschaden. Machen wir das einfach. Wir kaufen ja eh. Genau, Schlagstockschaden. So, jetzt haben wir mal eine richtige Keule. Kommt also, bald wieder. Da, ich komme halt wieder. Besso. Nicht hier voll rumstehen. Komm mal mit hier. Ich muss, ne? Boat. I should buy a boat. Sorge nichts, was? Sorge nicht zu nah an Bedrohung für Ablenkung. Ansonsten schlagen sie Alarm. Okay, was auch immer. So. Ich will es nicht, liebe Leute. Ich will es nicht.
Kapitel 5, die Verlassenen. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Nein. Kapitel 5, die Verlassenen. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Nein. Wir wollen ja noch einmal die Quest durchlesen. Zyle. Erreiche das Boot. Dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp. Meine Hand ist der beste Beweis dafür. Jedenfalls war es eine Überraschung, im großen Tresor einen Teil des Urkraftsteins zu finden. Ich hatte seit dem Unfall nicht mehr daran gedacht. Es ist schwierig, zwischen Geistern und Götzen einen kleinen Kopf zu bewahren. Was hat Aaron in der Vision gesagt? Geh zur Heilanstalt in Moira. Weg von den Irren auf der Straße, hin zu den Irren auf der Insel. Na klasse. Und wir? Wir müssen. Die Verlassenen. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Oh ja, sehr gerne. Schalte Gegner lautlos aus, schlage dich hinter... Ah, kannst losgehen? Nein. Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir gut tun. Okay, da ist derselbe Text, den ich gerade eben vorgelesen habe, noch einmal und gut, dass ich den vorhin vorgelesen habe, ne? So schlurfe ich in Ruhe meinen Kaffee, Tee, Entschuldigung. Merkt ja keiner. Psst. Und, was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung? Als Strafe? Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich an ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist. Ist lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Werde ich dich hier finden? Neues Ziel, erreiche das Gelände der Heilanstalt. Und Besso ist quasi mit einem Fingerschnipp verschwunden. Ist das jetzt unser Boot? Nein. Die sind doch da ausgestiegen. Okay, erstmal, warum ist Besso wirklich von einer Sekunde auf der anderen komplett weg und wieso haben wir hier ein Boot? Na gut, ich meine, wenn sich Gelegenheit bietet, dann ich will ins Boot. Leute, ich will da nicht hin. Ich bin ja kein Jammerlappen, aber ich will da nicht hin. Der Aufstieg erinnert mich irgendwie an The Evil Within. Ich mag das nicht. Ey, in der Stadt und so weiter fühle ich mich wohl, aber...
ist das denn? Okay. So. Hier können wir nichts plündern? Nein, natürlich nicht. Okay, dann mal hoch. Betritt die Heilanstalt. Nein. Ich will nicht. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, da hinten haben wir was. Wir haben hier einen Handspiegel. Wir haben hier in einer verlassenen Stelle einen Handspiegel. Ach, guck an. Den nehmen wir aber mit. Das nehme ich mit. Das haben wir gerade gesagt. So. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Nett. War genau die Art von versifften alten Gammelrollstühlen, die ich so mag. Ich mag eigentlich gar nichts hier. Und ich bin ehrlich gesagt jetzt schon froh, wenn wir bald hier wieder raus sind. Du, was war das? Was war das? Was ist das? Alter, Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich will nicht hier sein. Was? Was für kranke Geräusche? Wieso ist das so? Leute. Wenn ich bedenke, ich wollte Last of Us, wie heißt das? Outlast spielen? Boah, nee, Leute, niemals. Wieso kann ich hier hoch, wenn ich hier... Ach doch, guck mal, hier. Noch ein Handspiegel. Eine Haarbürste. So, ich muss jetzt scheinbar in die Nervenheilanstalt. Da muss ich bald wirklich hin. Ah. Okay. Ich werde offenbar erwartet. Warum? Hallo? Dies. Ich will hier nicht sein. Halte E. Ich hasse das wie die Pest. Fang ihn! Du solltest nicht hier sein. Scheiße. Was war das denn? Als Aaron hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Alter, was? Alter. Ich bin gerade gestorben, Leute. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ein Aktivitätsprotokoll. Toll. Was? 17.05.842 NR. Keine Besucher heute. 18.19. Keine Besucher heute. Patientin 63 empfing Lord... Was? Abercrombie. Keine Besucher heute. Patient 18 empfing ihren Gönner. Keine Besuch... Keine Besuch... Was denn für ein Gönner? Patientin 18. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass ich das alles so ekelig finde. Boah, wenn das hier jetzt so... Boah, Alter. Jetzt mal ganz im Ernst, Aaron. Du willst doch, dass wir dir helfen. Und du willst uns doch helfen, ne? Warum kommst du mit so einer Scheiße an? Boah, nee. Haben wir jetzt was gekriegt? Ich habe kurz auf den Timer geguckt. So, hier ist nichts. Okay. Oha. Ein ganzer Schrank voller nichts. Das ist gut. Okay, Taschenporträt. Okay, ich tue einfach ganz professionell. Haben wir eine Karte? Jawohl. Wir müssen hierhin. Informationen über Aaron. Ich will keine, ganz ehrlich, ich will Sammlerstück. Was haben wir hier? Städtische Denkmaltafeln. Aha. Heilanstalt von Moira.
Sie hatte den Traum, der den Baron zum Leben erweckte. Begründer BR-459. Ah, okay. Gut. Halt, warte mal. Stopp. Ziele. Okay, wir sind da. Wir müssen nach da irgendwo. Wir müssen da lang auf jeden Fall. Gut. Dann, werden wir dem doch nachgehen. Obwohl, sollten wir nicht erstmal... Werden wir in die Männerabteilung zuerst gehen? Es geht hier nach oben, ja? Okay, ist das die Frauenabteilung? Nee, das ist genau dasselbe in hier. Okay, gut. Wo ist Frauenabteilung? Wo ist Männerabteilung? Wo ist hier überhaupt was? Okay, hier ist doch alles verlassen, oder? Alter, erschreckt mich nicht mit diesem behinderten... Entschuldigung, Leute, ich werde hier vielleicht das eine oder andere Mal die Beherrschung verlieren. Aber ganz einfach deswegen, weil ich diesen Ort hier so hasse. Ich hasse ihn jetzt schon so derbe. Ganz ehrlich, ist mir doch scheißegal, was mit Aaron ist, ey. Ich will nach Hause. Okay, wir sind da. Das heißt, wir müssen hier also links lang. Wobei es mich ehrlich gesagt nach rechts zieht. Allerdings, nein, stimmt gar nicht. Nach rechts müssen wir dann so oder so höchstwahrscheinlich. Also gehen wir hier zu den Frauen. Oh, ist egal. Boah, wenn ich jetzt nochmal so ein... Achso, okay. Ey, keine Schocksequenzen, keine Schocksequenzen. Waren wir das? Ist das so... Alter, ich will hier weg. Ich meine das ernst. Ich will hier nicht sein. Boah. Jetzt war ganz im Ernst, ne? Alter. Ich meine, gut, dass es nicht dunkel ist und sowas. Hallo? Hallo, ich will da nicht landen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, was wir machen. Alter. Nilsa! Was? Alter, lass die scheiß fucking Geräusche! Boah, nee, ich mach heute. Nee, ich mach da. Nee. Ich mache auch ich nicht. Boah, nee. Mir ist gerade nicht wirklich gut, liebe Leute, ganz ehrlich. Okay. Mein Ziel, ich muss hier lang. Deswegen werde ich erst... Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Ja, ich wüsste da spontane Antwort. Aber die willst du wahrscheinlich nicht hören, weil wir anständig sind. Was? Feuerpfeil. Gut, dass wir Feuerpfeile gekauft haben. Wo wir nochmal irgendwie so ein Shocking-Moment kommt, ne? Bin ich hier... Okay, was ist das hier? Ich muss mich wohl einliefern lassen. Was? Notiz wegen Abteilungsschlüssel. War es das? Notiz wegen Abteilungsschlüssel. 8.5.842NR. Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Natürlich. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Falls ihn jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen. Dr. Stedman. Freiwillig, versteht sich. Beschaffe den Schlüssel aus der Männerabteilung. Das heißt jetzt natürlich. Jetzt müssen wir hier hin. Und ich werde mich jetzt strikt nach dem Plan halten. Ich werde jetzt keine großartigen Abzweigungen oder so gehen. Nee. Nee, ich gehe jetzt zurück. Ist mir egal. Ich gehe jetzt zurück. Natürlich, wir müssen hier lang. So, lalalala. Ich werde jetzt auch rennen, beziehungsweise stopp. Hier machen wir erstmal einen Schlussstrich. Ne, wir sind über die Zeit und Endscreen und so weiter. Und ich will nicht mehr. Aber liebe Leute, mein Herz, ganz ehrlich, ich will nicht hier sein. Ich will so schnell wie möglich weg. Aber ganz ehrlich, es ist ein eigenes Kapitel, diese Nervenheilanstalt scheinbar. Und ich muss hier sein. Und diese Jumpscares, diese ekelhaften, ganz im Ernst, was hat der Aaron vor? Und vor allem, wenn wir ihr helfen sollen, dann kann sie doch nicht, ich meine, sie kennt uns ja jahrelang. Da weiß sie doch, was für ein Hasenfuß wir sind. Da kann sie doch nicht auch mit so einem behinderten Jumpscare ankommen. Und vor allem diese ekelhaften Visionen von ihrem Zimmer scheinbar.
mit diesen anderen Schlüssellöchern, die ebenfalls Augen irgendwie hervorbringen und bah, nee, das ist alles so ein krankes Zeug, ich will das nicht, ich will das nicht. Bis jetzt habe ich das Spiel gemocht, aber ganz ehrlich, es ist auf dem absteigenden Ast, also ganz ehrlich. Nein, Quatsch, okay, wir versuchen uns ein bisschen zusammenzunehmen und dann das Ganze schnell über die Bühne zu bringen. Und naja, wenn ihr weiter sehen wollt, wie ich leide, dann bleibt einfach am Ball. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Let's Fear Thief. War das jetzt richtig? Momentan ja. Okay, bis dann, alles Liebe und alles Gute. Ciao.